Schritt. Einmal noch in die Mitte laufen. Und mit einem freudigen Premier-Tour. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen zurück. Na, der Kalle hat eine gute Überleitung gebracht. Ist heute nicht am Start, dafür habt ihr uns beide. Und wir hatten gerade recht eindeutiges Spiel, muss man wieder sagen, von Rocket. Bisher haben beide Begegnungen recht eindeutig ausgesehen. Ja. Die nächste könnte interessanter werden, denn da haben wir Vitality gegen Giants. Also Teams, die etwas näher beieinander liegen. Vor allen Dingen Vitality heute mit ihrem neuen Jungler mehr oder weniger mit Kikis. Na, Geus ist nicht mehr am Start. Also werden wir heute vielleicht den einen oder anderen Smite sehen. Mal gucken, da bin ich schon sehr gespannt. Und ja, jetzt die Frage. Giants, na, sie wollen ja an Unicorns of Love endlich vorbeikommen. Nächste Woche gibt es eh die direkte Begegnung, aber jetzt wäre die Möglichkeit, schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Glaubst du, Giants kann Vitality besiegen? Glaubst du, sie können es mit Vitality aufnehmen? Also ich bin halt gespannt, wie sich dieser neue Jungler machen wird. Also Kikis ist ja jetzt kein neuer Jungler an sich. Wir haben ihn schon in etlichen anderen Teams gesehen, aber es ist natürlich immer, wenn man was austauscht, kann es entweder besser funktionieren oder schlechter, je nachdem, wie auch die Absprache funktioniert. Er scrimmt ja schon länger mit, denke ich mal. Logischerweise, weil er ja da schon der Substitute ist. Und ja, du hattest gerade schon einen Witz in Richtung Gilius gemacht, weil er nicht so gut smiten kann. Ich bin gespannt, vielleicht kann Kikis da mehr überzeugen. Und, also, ja. Denkst du, Vitality hat ein bisschen bessere Chancen? Ich glaube, ich würde Vitality da ein kleines Stück weiter vorne sehen. Ich meine, gerade die Tabellenposition spricht so ein bisschen für Vitality. Sie sind nicht ganz so gut wie im letzten Split. Da waren sie ja sehr lange Zeit Erster und das hat auch so ein bisschen zu GS Ego beigetragen. Aber ja, heute, ne, kann es sein, dass man da durchaus nochmal einen Schritt nach hinten macht, dann vielleicht endgültig von Rocket und Schalke überholt wird. Für Giants wäre es umso besser, um nochmal nach oben zu kommen. Aber Giants zum Beispiel sehe ich nicht mehr in der Lage, hier sich zur Spitze zu kämpfen zum Beispiel. Ne? Playoff ist ja auch nochmal ein wichtiger Faktor. Vitality, ja, ich bin gespannt, was die raushauen werden. Na, sie waren im letzten Split dafür bekannt, super aggressiv zu sein, sehr Early-Game-fokussiert eigentlich. Da gibt es ja mit Nocturne inzwischen ganz gute neue Möglichkeiten. Meinst du, das ist jetzt die Herangehensweise, die man wählen sollte? Ja, also insgesamt, Nocturne wurde ja nicht wirklich angepasst. Er wird jetzt so ein bisschen öfter wieder gespielt, weil halt andere Champions gebannt werden. Und ja, ich denke, wenn man ihn sich sichern kann und mit ihm early halt nach vorne kommt, das ist immer ganz wichtig. Ich meine, wir haben ihn auch in Korea sehr, sehr häufig gesehen und einfach verloren, weil er nichts gemacht hat. Er hat halt 30, 40 Minuten lang nicht mal einen Assist bekommen so und dann macht er irgendwann auch nichts mehr, weil er muss halt davon profitieren, dass er halt mit Lethality einen sehr, sehr starken Engage hat, auch über die Ultimate und insgesamt sehr, sehr viel Burst-Schaden anrichten kann, wenn die Ziele nur noch weich sind. Aber später, wenn ihm dann ein Mundo oder ein anderes starkes Ziel gegenübersteht, hat er seine Probleme. Man kann natürlich auch versuchen, ihn zu kombinieren mit einer Ori, mit einem Galio oder auch Shen, der sehr, sehr gerne gespielt wird. In der LCK sehen wir da sehr häufig Shen-Nocturne in einer Combo, dann zum Beispiel ein Swain oder Vladimir mit auf die Botlane, die mit dem Shen sehr gut klarkommen. Sowas könnte ich mir hier bei Vitality vorstellen. Giants, ja, so noch ein bisschen das offene Buch praktisch. Die haben viele Möglichkeiten, auf jeden Fall. Performen aber auch in diesem Split nicht ganz so gut. Für sie wird wirklich, wie gesagt, schon die nächste Woche entscheidend, weil da Unicorns of Love gegen sie antritt. Das heißt, das direkte Aufeinandertreffen. Vitality wäre gut, wenn sie gewinnen. Ich wage es so ein bisschen zu bezweifeln. Dann müssen wir wieder auf die Pick-and-Band-Phase warten. Die soll doch gleich starten. Und dann werden wir sehen, ob man vielleicht nochmal Aatrox durchlässt, weil das im letzten Spiel ist passiert, wir haben Aatrox durchgelassen, hat es aber trotzdem geschafft, sich da durchzusetzen. Ja. Meinst du, es war so ein bisschen, sagen wir mal, ballsy von Rocket, weil sie wussten, dass sie jetzt Team so viel besser sind und deswegen haben sie gesagt, hey, Aatrox kann man offen lassen, wenn man dagegen eine gute Antwort hat? Ja, also wenn Aatrox nie wirklich in die Teamfights kommt und das gesamte Team auf anderen Lanes schon so weit nach vorne kommt, dann kann man auch einen Aatrox, der vielleicht seine Top-Lane ja auch gewonnen hat gegen den Mundo, wir haben es ja gesehen, er hatte einen Farm-Lead, er hat auch so weit ihn immer wieder reinpushen können, aber ein Mundo denkt sich halt, ja, ich warte eh nur auf die Teamfights, das stimmt. Ob ich jetzt die Laning verliere oder nicht, dann muss ich sie schon wirklich hart verlieren, dass es für mich irgendwie schlimm wird im späteren Spielverlauf und das hier nicht passiert. Also Aatrox hat halt einfach keine Präsenz in den Teamfights und dann kann man ihn definitiv offen lassen. Meinst du, von besseren Teams oder gegen bessere Teams sollte man ihn immer noch bannen? Oder ist Mundo so die Antwort, die dagegen gut funktioniert, weil er nicht zu hart in den Lane nach hinten fällt? Wenn du andere Winning Lanes hast, dann kann das tatsächlich gut funktionieren immer noch. Wenn du allerdings Losing Lanes hast überall und der Aatrox auch nach vorne kommt und der Mundo vielleicht Tower Dive werden, das hatte Icewind zum Beispiel schon angesprochen, wenn du es schaffst, ihn auf Level 6 bis 11 zu Tower Diven, vielleicht sogar zweimal, dann fällt er halt sehr, sehr weit zurück und dann kann auch ein Aatrox halt präsent werden. Wenn du es aber schaffst, den Aatrox aus dem Teamfight rauszuhalten, dann macht er nicht so viel und dann, denke ich, kann man ganz gut gegen ankommen, zumal man hat ja auch gesehen, eben in dem Spiel, Rocket ist ja nicht wirklich für die Teamfights gegangen, außer sie haben halt einen guten gefunden.
sondern sie haben halt einfach rotiert und das halt auch insgesamt sehr, sehr gut geklappt. Ja, und dann haben wir jetzt die nächste Pick-and-Bun-Phase. Wir starten direkt ins nächste Spiel mit Team Vitality gegen Giants Ice natürlich auch wieder mit dem Start, ja. Eben aus dem Caster-Eck. Und wir sehen wieder den Gragas-Bun. Also doch nicht so ungewöhnlich, na, dass der Champion hier begutachtet wird. Vor allen Dingen, denke ich, wird das immer so den Kindle-Pick vorbereiten, da Gragas ja mittlerweile auch sehr, sehr gerne in Kindle reingepickt wird. Ja. Genauso wie Ori. Also Ori aber auf beiden Seiten auch. Also Ori kannst du quasi in Kindle reinpicken, aber auch mit Kindle zusammenpicken. Einfach bloß, weil du halt diese komplette Fläche der Kindle Ultimate so gut wie ganz mit der Shockwave abdecken kannst. Und damit quasi, sobald die Ultimate abläuft, kannst du halt einfach Shockwave drücken, zack, alle sind CC'd, alle werden nochmal geburstet, du hast halt den perfekten Finisher. So, finde ich auch gut, dass hier an der Stelle rausgenommen wird, widerwärtiger Champion, egal in welchem Szenario. Bist du auch einer von denen, der sagt, Zoe ist... Bitte löscht Zoe. Okay. Ich meine, ich habe ein paar Zoes gesehen in der LCK, die nicht nach vorne gekommen sind, die man durchaus besiegen konnte, aber ich gebe dir recht, gerade wenn sie nach vorne kommt, das One-Shot-Potenzial ist halt einfach nicht gerade angenehm. Na, Sola hat vorhin auch nochmal einen Tweet rausgehauen, man wird als AD-Carry gerade von allem gewone-shottet. Ist halt bei Zoe so, na, das ist ihr Ding. Ja, aber dazu muss man auch sagen, du wirst auch als Bitlaner von allem gewone-shottet, du wirst auch als Jungler von allem gewone-shottet, ja, jeder wird von allem gewone-shottet. So, aktuell haben wir halt eine komplette Böllerbus-Meta, Ausnahme sind da natürlich irgendwo vorhanden, sowas wie ein Mundo wird natürlich jetzt nicht direkt gewone-shottet, sondern ist da ein bisschen widerwärtiger. Muss aber auch sagen, dass ich mit Kickis hier einen meiner absoluten Lieblinge in der EU-LCS dabei habe. Also er ist halt jemand, der wirklich Eier bewiesen hat innerhalb der Szene, muss ich auch sagen. Also das hat er damals mit Unicorns of Love quasi angefangen, hat Unicorns dann verlassen, um bei G2 zu starten. Damals war er G2, also er hat quasi den LCS-Spot damals aufgegeben, um in der Challenger-Series mit einem neuen Team durchzustarten. Und da war G2 ja noch nicht das G2, das wir heute sind. So, oder dass sie halt letzte oder vorletzte Season waren, die halt sehr dominant waren, sondern war halt eher noch so ein gebrechliches G2, das halt so langsam aufgebaut wurde. Und damit hat er sich quasi wieder zurück in die LCS gespielt, um dann wieder das Team zu verlassen. Dann hat sie quasi nach Fnatic verschlagen. Ah, Rumble. Der Teamhopper, der gute Kick ist, aber auch gute Leistung gebracht. Wir haben auch Thalia diesmal wieder offen. Wurde hier dann auch gleich gepickt von Giants, ist logisch. Möchte sie dann halt möglichst auch nehmen. Natürlich hat Team Vitality schon irgendwo angedeutet, dass sie ihren Jungler haben mit Kindred. Woanders kannst du sie halt nicht hinschicken. Dadurch wäre Thalia Jungle bei ihnen weggefallen. Aber man hätte sie halt immer noch in der Midlane spielen können. Ich würde gerne mal nochmal so eine Lulu Kog'Maw-Kombo sehen. Einfach nur mit dem Bild machen zu können, wie stark die in der aktuellen Meta sind. Kog'Maw wird, glaube ich, aktuell auch so ein bisschen unterschätzt. Er ist auch kein schlechter Champion unbedingt. Sein Problem ist natürlich so ein bisschen, dass er halt sehr immobil ist. Und natürlich, Solo-Q ist ja bad. Brauchen wir nicht mal reden. Solo-Q wird halt einfach zu schnell hops genommen. Aber competitive, wenn du halt die richtige Peel-Kombo pickst und gut auf ihn aufpasst, ist, glaube ich, Kog'Maw auch so ein Champion. Synergie zum Beispiel mit Lulu, dann vielleicht der Morgana Mitte, der halt auch gut funktionieren könnte. Ja, man hat sich hier jetzt auch nochmal den Mundo als sichere Variante abgesichert. Ein solider Tank für die Top-Lane. Dagegen bräuchte man irgendwie DPS. Rumble, ja, könnt ihr in die Mitte gehen. Wir haben Thalia schon auf dem Jungle gesehen. Ich war immer nicht der größte Freund von Rumble. Wie seht ihr das so? Ja, ich habe in der LCK so eine übelste Long-Range-Kombo gehabt. Die war gut, aber ansonsten sieht man Rumble nach der 15. Minute meistens schnell abfallen. Ich bin übelster Rumble-Fan. Also ja. Ich habe ihn selber früher sehr, sehr viel gepickt. Und aktuell ist er auch wieder stark gebufft worden. Also der Damage, den man ihm early gegeben hat, gerade auch auf dem Flammenwerfer, zwar die hohen Cooldown-Werte auch, aber... Er verliert halt, also er kann die Trades halt nicht verlieren. Also er drückt halt Q und er kriegt halt nicht mal Minion-Aggro, also kann er durch Minions durchtraden. Das macht ihn halt schon sehr, sehr effektiv. Dazu noch der Long-Range-Engage über das Ultimate, womit man halt auch gute Kombos schaffen kann. Auch das kommt ja nochmal mit dazu. Dann stell dir vor, einfach Thalia-Wall irgendwo durchgezogen und dann halt direkt davor den einen Ebener hin platziert. GG. Wenn die Gegner immobil sind, ist es halt so halb gefinished. Ja, zumal wir halt, also wir haben halt Rumble schon sehr, sehr unterschiedlich gesehen in der Performance, auch in der LCK, nicht in LCK, sondern in NA. Also gerade was das Itembild angeht, hast du teilweise auch manchmal Bedenken geäußert, was halt die Armor-Pen, nee, nicht die Armor-Pen, die Magic-Pen-Variante anging. Ja, es kommt halt immer darauf an, in welchem Szenario, ne? Aber wenn du halt zum Beispiel gegen einen Mundo oder ähnliches spielst, gegen einen Tank, der schnell im Air baut, ist halt eine Morellus rushen nicht unbedingt zweckmäßig. Also bei Mundo vielleicht noch eine kleine Ausnahme, bei Heal Reduce und so weiter, aber nehmen wir halt einfach einen Ornn mal als Beispiel. Da halt, das war glaube ich sogar ein Ornn-Rumble-Matchup oder irgendwie sowas, da halt einen Morellus reinzurushen, ist halt, da fehlt dir halt echt viel Schaden. Du kriegst den Tank nicht mehr klein. Und Rumble ist natürlich auch, na, da kommen wir auch zu seinen Schwachpunkten. Er hat einen guten Damage-Output, einen guten Engage, safe Trades, die er nehmen kann, kann sich ja selber auch noch mit dem Schild immer so ein bisschen besser in der Lane dort behaupten, braucht keine Ressourcenkosten für seine Fähigkeiten. Aber er ist natürlich auch extrem immobil. Auf einer langen Lane, ohne großartigen HCC, macht ihn das sehr, sehr gang-anfällig. Ja, es kommt halt später wirklich auf die Teamfights auch drauf an und auf diesen einen Ebener, der halt
Also das ist halt die Fähigkeit, die in den vergangenen Patches immer wieder gebufft wurde. Mittlerweile auch echt ein starkes Level erreicht hat. Boah, das ist halt so tanky. Das haben Kench, Galio und Mundo. Ist eine gute Teamcomp von Vitality. Ohne Frage. Sehr mobil, sehr rotationslastig mit dem Galio Ultimate, mit dem Tahm Kench Ultimate. Sie haben auch eigentlich ja bloß im ersten Moment denkt man, okay, nur AD-Damage, weil sie halt Lucian und Kindred haben. Aber sie haben über Mundo und Galio und auch über Tahm Kench halt trotzdem noch genug AP-Split mit drin. Also es geht schon klar. Und die klein zu kriegen, wird halt wieder so richtig pervers werden. Giants mit einer guten Teamkombo, um am Anfang nach vorne zu kommen. Sie haben hier Ezreal, Rumble, Talia, die sind im Early schon ziemlich stark. Camille eventuell für den Split-Push. Talia sollte in den Jungle gehen und Rumble wahrscheinlich in die Mitte, wobei man die beiden natürlich auch flexen kann, wenn man will. Oder man beantwortet den Mundo auf der Top-Lane, der ja inzwischen in der Laning-Phase schwächer geworden ist. Wir werden sehen, was sagt ihr beide, Vitality oder Giants? Ich muss sagen, beide Teams haben so ihre Finessen, weil bei Vitality sehe ich halt so ein bisschen die Problematik, dass sie halt nicht so den härtesten Gauge haben. Also die beste Option ist halt wirklich, Tahm Kench Ultimate, Galio Ultimate drauf und dann halt irgendwo in der Backline des Gegners stehen. Aber das klingt immer so einfach, ist es aber nicht. Und Giants wiederum haben halt sehr, sehr viel Poke und Reichweite. Also wenn Giants sauber spielen, denke ich, haben sie die besseren Karten. Wenn Vitality allerdings einmal nach vorne kommt, werden sie halt einfach überfahren. Und sie werden auch Fehler sofort punishen. Ich gehe auch davon aus, dass Giants nicht fehlerfrei spielen wird. Wir sehen hier auch wieder in den Summoner-Spells, Vitality hat 4 TP dabei. Tja, oldschool. Also vielleicht 8.13er-Patch noch im Gedächtnis. Wir werden sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den beiden Castern, mit Ice und Marvin. Ich gehe mich jetzt erstmal wieder in die Analyse-Ecke setzen. Na, warte, bis ich wieder meinen Einsatz habe. Viel Spaß mit den beiden. Genau, setz dich in die Ecke, da gehörst du hin. Und wir schauen uns ganz in Ruhe dieses Spielchen an. Das sind sehr interessante Kombos. Also bei Vitality hat man so das Gefühl, man wird halt so ein, zwei Seasons wieder zurückgesetzt in Richtung Full-Tank-Meter und in Snowball-lastigen AD-Carry auf der Botlane. Was auch im Prinzip halt nicht schlecht ist. Aber der Damage lässt halt, also klar, sie haben eine AD-AP-Split da, aber der Damage lässt halt zu wünschen übrig. Gerade wenn man bedenkt, ich habe eben von diesen Engage-Problemen gesprochen, dass ja in so einem Engage-Fall muss halt auch prompt Schaden kommen, schnell Damage kommen. Auf die richtigen Ziele. Und das wird hier nicht einfach werden. Du hast halt noch einen Alistair gegen dich, der halt sehr, sehr gut peelen kann. Und auch der Ezreal hat halt, der ist sehr sicher, hat super viel Distanz. Also einfach nur Gegner zu kriegen, wird hier eine Herausforderung sein. Zumal, ich finde auch, Talia ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Pick gegen Kindred. Weil sie halt von der Combo halt sehr, sehr gut gegen sie funktioniert. Was ich interessant finde, ist halt, dass man in der letzten Rotation sich halt die Camille dazugenommen hat, um halt Betsy auf Talia in die Midlane zu schicken. Ist halt die Frage, ob sie dann von ihren Stärken so richtig profitieren kann. Sie kann natürlich immer noch gut roamen über die Ulti. Das ist vollkommen okay. Gerade aus der Midlane heraus hast du ja quasi die Option, in beide Richtungen zu marschieren. Und die Botlane ist halt, Lucian kann über die Wand rüber dashen, aber Tahm Kench ist ein gefundenes Fressen. Tahm Kench hat sich ja halt auch für eine Variante ohne Läuterung entschieden. Ja. Auch das ist halt ein bisschen gefährlich für ihn. Aber er hat Spellbook dabei. Also er kann quasi eine Läuterung immer mal mit dazu holen. Ist auch die beste Option, die du, glaube ich, aktuell auf Tahm Kench hast. Also ab und zu sieht man ja diese Variante über dieses Glacial Augment und die Slows. Aber ich denke, Spellbook ist gerade für ihn spezifisch noch immer eine sehr gute Option, auch wenn Spellbook ansonsten ja komplett hinfällig geworden ist. Ja, da sehen wir auch nochmal Kikis Weg durch die EU-LCS. War schon bei einigen Teams dabei. Oh, ich hab's gerade noch angesprochen. Ja. Über Unicorns, was er damals gestartet hat. Er hat sogar 2014 quasi bei Unicorns schon angefangen. Jetzt sind wir hier gar nicht mehr auf der Liste drauf. Das war der Moment, zu dem Unicorns so langsam dann groß und berühmt geworden sind, sag ich mal. Ganz, ganz am Anfang noch. War ein tolles Team damals. Ist heute auch noch ein gutes Team. Aber damals mochte ich halt einfach diese Mentalität zu sehen. Dass sie halt so viel einfach, also das mag ich ja auch in NA in der letzten Season, dass sie halt viel getestet haben, so viel, ne, wo wir uns erstmal denken, ach, wieso machen die das denn, was ist das denn für ein Schrumpf? Aber manchmal hat es einfach funktioniert, manchmal haben sie halt einfach einen Cheese-Pick mit reingebracht, der halt sich sehr, sehr gut bewährt hat. Ja, sie hatten ja auch einen Manager, der da immer sehr eifrig dabei war. Also, der ja wirklich einer der Manager, der sich, glaube ich, am meisten so wirklich vor der Kamera auch gezeigt hat, da einmal am präsentesten war, ob er sich jetzt nun verkleidet hat als Einhorn, wenn die Crowd angefeuert hat. Romain. Ich weiß immer nicht, wie ich es aussprechen soll. Ich find's auch schwer. Bart kann es anscheinend perfekt. Bart sagt Romain. Ich habe Französisch gehasst in der Schule. Ich wusste, was ich aussprechen können. Zweimal schon, wenn es hieß Ang oder Ong, da war ich schon raus. Ja. Das war schon zu schlimm für mich. Ich habe auch lieber Spanisch gewählt. Ich kenn Spanien-Genie. Ja, diesmal sind wir auch einen verhältnismäßig normalen Start, im Gegensatz zum letzten Game. Beide fangen halt Crossmade ein bisschen an, schön über Red Buff, bisschen zum Blue Buff durchgearbeitet. Gank Pressure ist auch bei beiden vorhanden.
Bei Camille ist natürlich der Fall, dass sie halt sehr viel CC und Reichweite mit auf die Lane mitbringt, über Jens Dunn, wenn sie quasi auf den Gegner zugeflogen kommt. Auf der anderen Seite ist es halt Kindred, die halt einfach ranged ist. Und Range Ganks, du hast kein Hard CC, wenn du halt ranged bist. Wer sich noch an die Ezreal Jungle Phasen quasi erinnern kann, weiß, wie effektiv halt ein Gank sein kann, wenn du einfach nur Reichweite mitbringst und halt noch dazu einen ordentlichen DPS-Wert. Vollkommen in Ordnung. Und Gap Closer halt im optimalen Fall, um halt wirklich auch Anschluss zu finden. Also hier auf jeden Fall optimal. Apropos Gank. Der ist mal Richtung Toplane unterwegs. Kabuchar ist alleine. Ruin hat auch noch gut Leben übrig. Das war's. Der ist zu 100% First Blood. Oh nein, ich hab gar nichts gesagt. Joko! Was war das denn? Ja, ab zurück mit dir in den Jungle, du. Das war natürlich misplayed. Ja. Also an der Stelle darf man so einen Kill nicht mehr abgeben. Das war ein 100% sicheres First Blood. Wenn du das nicht super hart misplayst. Ja, also das war halt wirklich ein harter Misplay. Da merkt man dann schon teilweise, wenn die Leute ohne Reichweite-Indikator spielen, was ja mittlerweile fast alle tun. Ja, das spielt ihn auch oft genug so. Er sollte das schon abwerfen können. Ja, definitiv. Das war einfach nicht gut. Sie hätte auch Zeit gehabt. Er hätte auch auf die Wand stumpf zulaufen können. Wenn Mundo geflasht wäre, wäre halt einfach dann aus sicherer Reichweite mit dem E gegen die Wand. Dann auf Mundo rauf. Bitter. Das ist natürlich jetzt in dem Sinne nichts, was Giants was kostet. Aber auch hier muss man immer bedenken, League of Legends ist ein Spiel, was halt über Fehler läuft. Es läuft nicht darüber, dass du halt super gut performst und outperformst alle. Nein, du outperformst nur alle, wenn sie Fehler machen. Du musst Fehler erkennen und punishen und genau das ist in dem Fall halt nicht geschehen. Genau, es hat jetzt zwar Giants nicht viel gekostet, aber auf der anderen Seite, Kabuchard hat er jetzt auch keinen wirklichen Schaden durch erlitten. Konnte einfach sich wieder auf die Lane zurückziehen mit dem TP. Hat natürlich jetzt dadurch das TP verloren. Kikis will hier für den Lane-Gank gehen. Ja, das ist natürlich gegen Rumble gut möglich. Er ist selber sehr immobil. Ich habe vorhin die Gank-Anfälligkeit angesprochen. Sie haben halt zwei Slows zur Verfügung. Ein Flash wird für Ruin dann nicht reichen, wenn es blöd läuft. Da kommt er nicht mehr raus. Ja, und das First Blood, das hätte sein können, wurde jetzt abgegeben. Im Endeffekt kommt Kabuchar damit gut nach vorne. Das haben sie echt gut gespielt, muss ich sagen. Kikis wusste da, die Wave stand da genau richtig. Da trifft keine Gegner! Wenn du das auf Gegner castest, da kriegen die keinen Schaden! Bitte liest die Beschreibung von Camille durch! Du hattest gesagt, er hat sie schon oft genug gespielt. Bist du dir sicher? Oh. Ich weiß nicht, was sich da gerade vorgestellt hat. Oh, das ist ziemlich aggressiv, wird Kikis nicht machen können. Nee. Oh, da hat er sich zu viel vorgenommen. Der Teleport von Ruin auch sofort in seinen Rücken rein. Das war jetzt einfach ein Freekill für Betsy. So ein leichtes Grinsen habe ich gerade schon auf den Lippen. Sehr interessantes Game bisher. Aller Anfang ist schwierig, sagt man immer so schön. Auch hier muss man sich halt immer vor Augen halten. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich halt das erste Game an einem Tag spiele, dann ist halt, dann mache ich Fehler, die ich normalerweise überhaupt nicht mache. Und auch mechanisch muss man erstmal, ich brauche immer ein Warmmach-Game. Und so kommt mir das Game gerade so ein bisschen vor. Erstmal so ein bisschen auftauen müssen. Und dann halt irgendwann langsam anfangen zu brennen. Aber es ist natürlich etwas, was du dir eigentlich in EU nicht erlauben kannst, weil es halt Best of One ist. Also da zählt halt jedes Game. Da saß es. Ist in der LCK noch ein bisschen anders. Ah, wieder der Gang Richtung Top-Man, das sieht doch gut aus. Wenn er Slow trifft, der erste Cleaver ist im Ziel. Dann wird man wahrscheinlich Anschluss finden. Der eine wäre nicht perfekt. Da hätte wahrscheinlich Kikis eher zone sollen. Und der Double Knockup. Der Turm schießt die ganze Zeit. Sheriff sag ich schon. Jack Troll muss nach oben rausflashen. Aber auch Joko unterwegs. Auch der ist dann, der kommt nicht an. Attila Junge, der kommt der aber raus. Oh, Jack Troll wird jetzt nochmal umgeflankt. Er hat kein Flash mehr, kann sein Schild nochmal aktivieren. Schöne Combo, aber Jack Troll lebt noch. Frisst jetzt einfach Betsy auf. Aber es reicht nicht, um hier noch irgendwas zu bewerkstelligen. Galio kann ihm da auch nicht helfen, weil er genau weiß, die Botlane und der Jungler sind unterwegs. Währenddessen hat Ruin oben übrigens den Gank überstehen können. Hat sich auch als erstes für den Zauberstab entschieden, nicht für den Katalysator. Also möchte lieber den Damage zur Verfügung haben. Kann man natürlich auch verstehen bei. Ich finde es hier eine gute Variante bei Rumble. Das ist eine Variante, die du halt öfter mal bei Rumble siehst, wegen der Penetration, dass man halt für Schuhe extra geht. Halt auch wirklich gut mit Penetration skaliert, auch wenn du halt einen Kit gerne zum Beispiel in die andere wegen dem prozentualen Schaden, diesen wiederkehrenden Effekten quasi nimmst. Aber hier in dem Fall ist halt auch für ihn Mobilität. Und gleicht halt seine Schwäche, dort gegankt werden zu können, auf der Sidelane so ein bisschen aus. Das war sehr interessant, auch dass Jack Troll davor nochmal ein Minion gefressen hat. Ja, dann kommt er das dann wieder nicht ganz an. Also bisher 0 von 3 Stunts gelandet. Nicht on point. Aber es ist für Betsy jetzt natürlich hier ein bisschen schade, dass er nicht gleich einen Kill bekommt, aber im Endeffekt ist es egal, weil dann kommen halt seine Leute von unten, dann kann er den Kill halt nachträglich auch mitnehmen. Wäre da jetzt nicht die Rotation noch gekommen, soll quasi Joko
und dann Botlane nochmal hinterherläuft, dann hätte er den Kill wahrscheinlich auch nicht nehmen können, weil er halt Guardian einfach respektieren muss, aber so ging das Ganze gut. Giants bisher ein Punkt vorne. Ja. Aber das war auch ein deutlicher Fehler von Vitality. Zweimal. Wo man sagen muss, natürlich Joko auch nicht super clean gespielt bisher. Ja. Gib den Jungs ein bisschen Zeit. Guck mal, nimmt sich jetzt die Red Buff mit und dann kommt in der Topside-Gang. Mein Mundo, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon wirklich schwierig, dein zu kriegen ist. Die Kombo aus Rumble und Camille ist übrigens auch ziemlich cool. Dass Camille quasi einfach jemanden versucht zu isolieren und dort zu catchen. Und dann einen Ebene hinterherkommt. Ihr Duellpotenzial ist sowieso schon stark, aber der Follow-up mit dem einen Ebene ist halt immer da. Was hier natürlich auch nochmal ein extrem starkes Ass, was man ausspielen kann. Ah, Gang Richtung Midlane. Dafür kann er nichts. Da war Jizuka einfach ein bisschen zu schnell und hat gut reagiert. Das stimmt. Na, jetzt selber auch noch eine Ulti irgendwie zu zünden oder sonst was wäre auch nicht sinnvoll gewesen. Kikis kann sich hier zwar die Krabbe sichern, aber bekommt den Stack dafür nicht. Ist natürlich auch ziemlich gefährlich, da jetzt in die gegnerischen Jungle reinzugehen. Das ist halt so schade für ihn, ne? Er hat sich vorhin eigentlich gut über die Toplane ins Game gespielt, aber dass er dann halt versucht hat, dort im gegnerischen Jungle diesen Kill zu bekommen auf eine Camille, die wirklich volles Leben hat, Flash-Up hat und jederzeit mit dem Stun da rausgehen kann, war halt sehr, sehr greedy. Also, dass er da einen Kill bekommt, war sehr unwahrscheinlich und damit hat er sich selber halt auch zeittechnisch sehr weit zurückgeschmissen, weil er dort gestorben ist. Ja, vor allem damit hat er halt auch die Midlane-Pressure halt verloren, weil die zwei Kills jetzt hier auf Betsy machen schon etwas aus. Ist ja unterwegs. Betsy, schön im CC drin, kann aber Läuterung und Flash sofort nutzen. Flash gegen Flash und Läuterung ist trotzdem ein bisschen besser, denke ich, hier für Vitality. Ist auch die Möglichkeit für Jizuka da vielleicht nochmal in Torrent Reichweite zu kommen, könnte den nächsten Gang erfolgreich aussehen lassen. Interessant ist wie... Und man weiß, was gerade passiert, aber Jack, geh in den Busch. Junge, da ist er. Die Ward, Junge. Hat er noch gesehen, gerade so. Das ist auch sowas, was man sich beim Path immer angewöhnen sollte. Es gibt so spezielle Punkte, wo halt, das können sich auch die Profispieler, da bereiten sich halt sehr, sehr oft gut drauf vor. Es gibt immer so bestimmte Spots, wo Supporter quasi ihre Lieblingsspots haben, wo sie warden. Ja. Da sollte man quasi immer durchmarschieren oder auch wenn man mal einen Red Trank benutzt oder so, sich immer vorher einbringen, okay, wo wardet denn der spezielle Kandidat ganz gerne? Und auch in der Midlane gewöhnen sich Spieler besondere Angewohnheiten im Laufe der Zeit an. Das ändert sich mal so ein bisschen, gerade wenn sich die Wards ändern. Früher haben ja Control Wards, normale Wards auch ganz anders funktioniert, da gab es auch noch keine Trinkets, pipapo. Aber wenn man da halt ein bisschen spottet, das ist clever gestaltet, kann man gewisse Angewohnheiten auch im Competitive sich wiederholen ausnutzen. Kommt da natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie der Coaching-Staff halt seine Arbeit macht, beziehungsweise eher der Analyst im Team. Oder welcher ist der, gibt da der richtige Begriff für? Derjenige, der sich halt hauptsächlich darauf konzentriert, sich die Gegner anzuschauen, wie sie halt spielen. Aber da kann man auf jeden Fall statistisch schon einiges rausholen. Den gibt es ja auch schon echt lange für den Drachen. Ist aber safe für sie. Ich tausche jetzt hier den Outbreak gegen den Herald auf der Topside. Wird sich doch herausstellen, was Mehrwert ist. Beim Harry ist ja so abzuwarten, was draus wird. Manchmal ist es halt ein ganzer Turm, manchmal ist es ein halber Turm, manchmal sind es halt drei Türme. Ja. Im Durchschnitt in der LCS, ich erwähne es mal ganz gerne wieder, so einen halben Turm kriegt man ungefähr von Herald. Und auch da sollte man Cloud Drake halt im Vergleich mittlerweile nicht unterschätzen. Cloud Drake hat ja unter anderem auch mittlerweile Geschwindigkeit im Kampf, die er dir halt gibt. Und das ist halt einfach sehr, sehr viel wert. Also auch hier kann man immer schlecht vergleichen. So, was ist für dich reiner Schaden? Was ist quasi Movement Speed auch im Fight für dich umgerechnet in Schaden? Nehmen wir Viktor zum Beispiel als Beispiel. Viktor hat extrem geringe Cooldowns, kann halt extrem spammen, gerade über sein Q. Und kann halt mit jedem Movement Speed Punkt, den er quasi mehr bekommt, in der Lage sein, den Anschluss zu finden. Oder auch besser zu kiten, einen Sidestep zu finden. Movement Speed kann unheimlich viel wert sein. Deshalb auch für euch immer, ne, wer sich denkt, Schuhe. Die meisten denken sich wahrscheinlich, ja, ich baue Schuhe, weil es alle bauen. Aber der Movement Speed von den Schuhen ist halt so wichtig. Schneller rotieren, sich besser bewegen im Fight, dodgen können. Dodgen ist in so vielen Matchups halt verdammt wichtig. Ja, man merkt es auch, wenn man in Richtung Fullbit geht. Also, da ist ja dann schon immer die Überlegung, verkauft man dann die Schuhe für ein letztes Item, aber das sollte halt wirklich nach Champion sehr, sehr gut abgewogen werden, weil manchmal sind die Schuhe essentiell. Das ist ein schönes Teamplay. Man hat die Botlane jetzt abgezogen Richtung Midlane, einfach nur um den Herald effizient einsetzen zu können. Holt sich dementsprechend auch direkt auf den Midlane-Turm dort das First Blood. So, das ist eine Sache, die ja eher selten ist. Und vor allen Dingen viele Punkte gibt. Ist jetzt goldtechnisch gesehen nicht so viel mehr relevant, als wenn du jetzt einen Toplane oder einen Botlane-Turm bekommst. Nämlich gar nicht. Turret First Blood ist natürlich das so ein bisschen ein Einzelfall, aber das hättest du auch Toplane oder Botlane mehr bekommen. Aber es ist natürlich vom strategischen Standpunkt her viel relevanter. Weil du halt einfach
in der Lage bist, in den Topside und Botside-Jungle viel, viel leichter zu invaden. Der Gegner hat halt keinen Rückzugsort mehr in der Midlane und kannst dadurch deine Vision-Kette auch ein bisschen tiefer platzieren, kannst dich freier bewegen, ohne dass du halt Angst haben musst, dort auf einmal gegen einen Turm aufgestellt zu sein. Ja, gerade einem Galio kommt das einfach unglaublich zugute. Jetzt versuchen sie hier dazu zu rotieren. Oh, schöne Rotation, Time Catch ist am Start, Betsy ist down. Da kann er nichts machen, das ist das 2-2. Vitality mit einem schönen Einsatz der Time Catch Ultimate. Da konnte man Betsy dann wieder zurückdrängen. Jetzt kann man hier vielleicht die Midlane noch tiefer einpushen. Auf der anderen Seite versucht Giants jetzt aber auf die Botlane zu rotieren, zusammen mit dem Jungler und sich da eventuell den Turm zu holen. Wir haben aber nicht so viele Minions gerade zur Verfügung. Eine Wave noch. Aber es sollte reichen. Du hattest es ja vorhin schon angesprochen. Camille hat einen sehr, sehr hohen Schaden am Turm. Also jetzt hier auch nochmal mit der Ulti. Boah, man hat ja auch quasi an der Stelle, als man vorhin den mittleren Turm geholt hat, war man halt zu fünft der Midlane und SW konnte alleine unten pushen und hat da schon mal gute Vorarbeit geliefert. Aber Vitality, die lassen den hier nicht umsonst weggehen. Also auch hier den Turm vorhin in der Mitte bekommen. Jetzt direkt, als man gesehen hat, Botlane-Turm wird genommen. Okay, alle Richtung Toplane. Dann tauschen wir das Ganze. In dem Fall die richtige Antwort. Die Suche konnte das wieder sehr gut abweichen. Man will ihn aber bekommen. Ultet hier auch nochmal auf ihn rauf. Jetzt muss man sich aber zurückziehen, weil da sind zwei TPs. Zwei TPs? Kein Problem. Teleportmeter vorbei? Nee. Freunde, habe ich nichts von gehört? Gibt's nicht. TP-Nerf auf dem neuesten Patch? Nee. Das ist halt echt. Wenn man sich bedenkt, dass Riot den Nerf halt schon extra hart gemacht hat, also wirklich eine Minute drauf, und die Spieler sich halt einfach denken, ja, ist aber trotzdem noch die beste Option. Weißt du, das ist manchmal halt auch für Riot Games recht schwierig. Muss ich auch sagen. Die Spieler machen es halt Riot Games nicht einfach. Teleport ist ja quasi schon ein Summoner-Spell, der halt Ewigkeiten im Spiel ist. Und oftmals gibt es halt Mechanics im Spiel, die halt eigentlich die ganze Zeit gut sind, aber die man halt einfach nicht nutzt. Und dann entdeckt man es auf einmal und dann hilft auch ein Nerf nicht, weil das Design halt immer noch zu gut für dich ist. Ein Star Attila hat schon alles genutzt, um irgendwie rauszukommen. Galio Ultimate ist jetzt unterwegs. Er kann jetzt nochmal sein Flash ziehen. Kommt damit halt in sicherere Distanz. Und der Galio kann mit Hilfe seines DCs zusammen mit ihm dann immer noch Rumble vernichten. Also trotz des Ressourceneinsatzes hier von Giants ist halt trotzdem ein 1-1-Trade geworden. Man will das Ganze noch weitermachen. Kindred Ultimate sofort ausgelöst. Kick ist mal allein in der Flanke. Super low. Joko traut sich nicht hinterher. Man will lieber Shizuke nehmen. Der ist aber noch ziemlich healthy. Der hat auch einiges an Lebenspunkten. Joko super low. Kriegt aber hier nochmal den Triumph. Kann sich ein bisschen hochhalten. Übersteht so das Ganze. Währenddessen räumt dort einfach Betsy auf. Sichert sich den Double Kill. Trifft die Kombi hier nochmal auf Shizuke. Und der ist gar nicht so safe. Aber Joko traut sich nicht. Der will hier nichts riskieren. Mit 100 Leben wäre das auch ein bisschen greedy gewesen. Ja, gerade dieser Auto-Attack halt von Shizuke macht unglaublich viel Schaden. Durch seine Passive. Da muss man vorsichtig sein. Hat ja auch noch einen Aftershock dabei. Was man ja auch sagen muss, bezüglich den Dragon vorhin noch. Sie haben ja auch, dadurch, dass sie den Cloud-Track bekommen haben, ihn ja auch resettet. Das heißt, der nächste Drache ist ja auch nochmal sehr, sehr wichtig für sie. Das haben wir ja früher häufig gesehen, dass halt der Cloud-Track gar nicht genommen wurde und dann irgendwie am Ende ja nicht wirklich viele Drachen mal rumgekommen sind. Ja, Attila muss hier früh rausgehen, denn Gage of Time Kennish folgt direkt. Er kommt auch mit dem Flash nicht mehr raus. Galio Ultimate hier aber wichtig gewesen, auch dass Attila den Stun hier nochmal von Joko flashen kann. Der hat halt da keine Möglichkeit mehr gehabt, Anschluss zu finden. Und dann war Ruin halt auf einmal alleine. Das hat sich sicherlich auch schon vorgestellt. Aber das Pathing hier von Kickis war nicht gut. Also da hätte Kickis halt niemals alleine reinmarschieren dürfen. Und prompt kommen wir aus dem Teamfight in den Teamfight. Jack Stroll wieder down. Der Drache, der wurde damit jetzt gut vorbereitet und wird hier wahrscheinlich auch in 10 Sekunden direkt von Giants genommen werden. Ja, man sieht es auch an Kickis Bewegung. Also er zieht sich da auch gar nicht irgendwie in die Richtung. Er bewegt sich da gar nicht in die Richtung des Drachen. Das heißt, man möchte den vermutlich aufgeben und sich selber irgendwo was anderes sichern. Wäre auch zu riskant, jetzt nochmal da reinzugehen. Galio Ultimate ist gerade raus, also die wäre da jetzt auch nicht mehr zur Verfügung. Ich muss sagen, bisher in dem Spiel Kiki ist wirklich kein gutes Positioning. Nee. Da muss er arbeiten, gerade auch diese Timings. Er probiert halt immer alleine zu viel herauszuholen. Die Trap halt auf der Topside, die Early viel gekostet hat, und auch da nochmal alleine reinzuspazieren. Da muss halt auch mehr Kommunikation kommen. Hier ist jetzt natürlich wieder die Frage, wie gut ist halt die Kommunikation innerhalb des Teams, gerade wenn halt ein neuer Spieler wieder kurzfristig eingewechselt wurde. Wie gut ist man eingespielt, wie oft hat man zusammen gescrimmt, wie gut versteht man sich. Man hat jetzt auch so einiges gehört. Ganz interessant für diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, Smoothie hat quasi Cloud9 jetzt verlassen, um zu Echo Fox zu gehen. Und auch er hat halt noch ein interessantes Statement abgegeben. Aber wir gucken uns hier nochmal kurz die Wiederholung an. Wir wollten halt Vision aufbauen zum Drachen, ne? Ehrenhaft, Jack Troll rettet seinen AD-Carry.
Aber selber ohne Flash ist er da chancenlos. Um zu Smoothie zurückzukommen, er hat quasi auf Twitter einmal ein Statement dazu gepostet, auf was er halt das ganze Zeug jetzt angehen, dass man halt das Roster immer hin und her geswappt hat und lag es jetzt nur an die Leistungen oder nicht, wollte halt so ein bisschen Klarheit schaffen. Und er hat sich quasi auch sehr stark dafür ausgesprochen, dass halt in der aktuellen Meta es quasi sehr schwierig ist, auch ein ordentliches Shotcalling zustande zu bringen. Das ist halt auch einer der Gründe war, warum er quasi gegangen ist und halt auch nicht spielen durfte im Roster, weil halt einfach sein Shotcalling an der Stelle ein bisschen gelitten hat. Und dass sich aktuell die Spieler halt, das haben wir auch schon in mehreren Interviews in NA gehört, das Shotcalling sehr stark aufteilen. Es muss natürlich irgendwo so einen Bindepunkt geben. Das heißt, jeder gibt halt Input und sagt, okay, da und da habe ich meine Power Spikes, da und da, so und so kann ich traden, hier können wir fighten. Und dann fließt das halt irgendwo zusammen und dann gibt es natürlich immer noch den Dude, der in jedem Team im Endeffekt das Wort hat und dann sagt, okay, wir gehen jetzt oder wir gehen nicht. Aber das bringt die Meta mit sich. Das bringt diese kuriose Meta einfach mit sich, dass die Leute halt einfach nicht mehr global perfekt alles einschätzen können mit einer Position. Also du brauchst mittlerweile halt wirklich nicht nur ein Brain, das alle anleitet, sondern du brauchst alle 5 Brains, um hier alle Informationen zusammentragen zu können. Ja, dadurch, dass halt auch das Spiel viel, viel schneller geworden ist teilweise. Es war ja noch vor einigen Patches ganz, ganz anders. Gerade auf der Botlane hatte man da sehr, sehr viel Zeit. Da konnte man einfach farmen, 20 Minuten lang, 30 Minuten lang. Da kommt auch noch diese Champion-Vielfalt hinzu, die sich halt stetig erweitert. Auch hier ist ja auf jeder Position immer relevant. Wenn wir jetzt am Tag unsere... Wir suchten halt übel, sagen wir einfach mal. Setzen wir es einfach voraus und spielen halt unsere 10 Games pro Tag. Aber es gibt bestimmt auch Leute hier im Chat, die halt mehr spielen. Dann kennst du halt einen Großteil der Matchups auf deiner Lane schon in- und auswendig. Ja. Aber auch nur auf deiner Lane. So, und auf allen Lanes, alle Matchups mit allen Stärken und Schwächen zu kennen, ist halt schlichtweg unmöglich. Dafür gibt es so viele Champions. Mittlerweile schon fast 150 oder haben wir 150 sogar schon geknackt? Ich weiß es gar nicht. Weiß nicht, ich glaube, es ist schon kurz davor. Die einzige Ausnahme ist natürlich, wenn du so oft geautofilled wirst wie ich, dann kennst du irgendwann alle Lanes. Nur dann wird in der Solo-Queue auch nicht so viel gespielt. Jetzt ist es ganz gut im Saft, 4-1. Double M-Pen hat er sich hier gegönnt. Über den Oblivion Orb, über die Schuhe. Knallt auf jeden Fall ziemlich, wenn er einen Gegner trifft. Auch hier wichtig, Galio selber hat halt... Er sieht zwar aus wie ein Tank, aber er ist in dem Fall kein Tank. Also er hat sich hier keinerlei Magieresistenzen geholt. Er hat ordentlich was an Leben, aber platzen wird er immer noch. Das stimmt, dafür hat er einiges an Schaden zur Verfügung. Zumindest auf die weichen Ziele, was wir ja vorhin unten schon auf der Botlane gesehen haben. Sie lauern hier auch so ein bisschen. Mit dessen Mundo im Split-Push. Der nächste Drache ist schon wieder ein Mountain Drake. Wird auch nochmal später entscheidend werden, eventuell für den Baron. Mit 2 Mountain Drakes hast du schon einen ziemlich schnellen Ashclear. Ja. Auch Talia ist ein Champion, der daran ganz gut ist, wenn du es halt im ersten Ansatz schaffst. Bei ihm muss man sich halt immer so ein bisschen vor Augen halten, dass da dann halt von den Stellen aus, wo sie ihre Qs quasi benutzt, bleiben dann die Zonen zurück, wo sie zwar immer noch Qs nutzen kann, aber dann ein bisschen einzelner Splitter fliegt und damit natürlich die DPS-Werte deutlich verringert werden. Ja. Zumal, wenn sie das halt schon auf dem Baron nutzt, ist es dann auch immer so ein Problem für sie im Teamfight. Genau, das heißt, wenn du die halt beim Baron nutzt, dann halt einmal abbrechen musst, weil der Gegner mal halt wegen dich rauspushert, dann musst du halt so lange warten, bis die Zonen wieder verschwunden sind. Ansonsten fehlt da halt wirklich ordentlich was an Schaden. Ja. Jetzt hier aber der Engage auf die Suche. Ganz gut aus, allerdings der Schaden auf Joko ist ziemlich immens. Guter Einebner, Ruin jetzt auf dem Weg. Kindred Ultimate hinten der Backline ausgelöst, bringt nicht wirklich viel, da committet auch keiner hin. Ruin jetzt aber alleine, separiert vom Team, kommt da nicht so einfach über die Wand drüber. Hätte zur Not noch ein Flash zur Verfügung, aber hier wird sich niemand opfern müssen. Giants und Vitality so ein bisschen auf Tuchfühlung, aber durchziehen will man es nicht. Da war man sich einfach zu unsicher, welchen Lauf würde dieser Teamfight nehmen. Wenn du halt nicht weißt, was passiert, dann lieber vielleicht ein bisschen kürzer treten. Ja. Ich denke, hier auf dem Beinteam ist gar keine schlechte Entscheidung. Aber man sieht es auch. Also wenn man den Teamfight verloren hätte, wäre das hier jetzt noch eindeutiger, der Baron. Okay, hat sie verraten. Als sie Wort gestellt wurde, war eigentlich schon klar, die sind da hundertprozentig, aber man hat es wahrscheinlich schon vorher erahnt. Kontur wird nochmal rübergestellt. Der Nasher hat noch zu viele Lebenspunkte. Da muss man in jedem Fall abbrechen. Ah, und so ein bisschen Schaden hat man halt bekommen. Aber wir sehen, Spetsi hat leider seine Q nicht getroffen. Somit auch keine Gefahr, da noch irgendwie weiter reinzugehen. Und da sind schon sehr, sehr viele markierte Bereiche. Schöne Rotation. Ging halt ganz kurz vertrieben vom Nasher. Aber man schafft sich ganz an den Turm ranzukommen. Und ja, wenn du 4 Teleports hast, dann kannst du natürlich auch so einen Teleport einfach mal ins Back und wieder hinklopf nutzen. Ja, wir sehen es ja auch. Jizuku und Attila haben ihr TP noch zur Verfügung. Das sind halt wirklich 4 Lanes mit TP. Einmal und was die TP-Diskussion angeht, da wurde ja auch so ein bisschen gesagt, also habe ich zumindest das viel gelesen,
Riot gefällt es nicht, dass so viel TP genutzt wird für alles Mögliche, weil der Spell ja auch aus einem anderen Grund rauskommt. Da ist halt die Frage, wie ist es mit Flash? Flash ist ja ein Summoner seit Season 1 eigentlich, den wir immer als zwei Summoner. Ja, aber das, also dazu hat Riot auch schon gesagt, also ich finde es auch vollkommen okay, dass Flash quasi so ein Standard-Summoner-Spell ist, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Vielleicht ein Hacker im Spiel oder auch Olaf, der halt gerne mal einen Ghost mitnimmt. Oder ein Zinch, der auch ganz gerne mal Ghost mitnimmt. Wobei aktuell auch wieder öfter mit Flash. Aber dass man so Flash als Standard-Summoner-Spell hat, finde ich okay. Aber Teleport, finde ich, sollte halt nie Standard sein. So, wenn halt alle Teleport mitnehmen können, dann nimmt es halt. Es nimmt halt einfach so viel Potenzial aus dem Makro raus. Du kannst halt nichts mehr so richtig punishen, du kannst dich halt so richtig auch nicht über Makro, einfach nur über dein Köpfchen quasi zurückspielen. Und das sollte immerhin, und das will ja auch Riot, ein wichtiger Bestandteil des Spiels bleiben. Das stimmt. Ich find's aber, also ich würde es lustig finden, wenn es auf einmal kein Flash mehr geben würde. Aber dann wären, glaube ich, die ADCs komplett am Ausrasten. Naja, also das mit den ADCs ist so ein Punkt. Der Punkt, warum Flash halt einfach so wichtig ist, ist, dass halt sehr viele Champions, die auch ein veraltetes Design haben und sehr viele immobile Champions quasi einen essentiellen Nachteil gegenüber mobileren Champions hatten. Stell dir vor, es würde kein Flash mehr geben und es gibt Champions in der Mitte wie LeBlanc. Ja. Du bist halt einfach nur noch das Opfer. Und du hast halt kein Outplay-Potenzial mehr, du kommst nicht zurück. Also Flash ist halt einfach für jeden Champion ist ein Balancing-Tool, das jedem Champion ermöglicht, in vielen Situationen einfach Counterplay zu erzeugen. Oh, ist dann auf Mundo, aber da oben wird über die Wand geschmissen. Eieiei, Betsy ist da jetzt so ein bisschen gefangen, aber seine Wand kann zumindest da unten noch den Rest rauszonen. Keine Gefahr für ihn. Das sah sehr interessant aus. Ja, das war auch wichtig, dass die der Rest von Vitality da auf der anderen Seite war, ansonsten wäre er alleine gewesen. Da wäre man nicht mehr hinterhergekommen auf seinen Giants. Ujizuke, schöner Ton. Vier Mann erwischt, der Einebner, der nimmt aber direkt mal Power raus. Hier Nukes the Lord in seiner Ultimate ist brutal. Tanky Kick ist gerade so sein Ultimate angeschmissen, muss noch fliehen, ist super low. Wenn man da nochmal hinterherkommt, dann war es das auch für ihn. Er muss wirklich laufen, aber die Harpune, die erreicht ihn hier nicht mehr. Kick ist, schafft es da nochmal rauszukommen. Trotz allem hat Giants hier geschafft, einen Kill mitzunehmen. Oh Gott, Kick ist. Oh, mein lieber Herr Gesangsverein, da hat er nochmal mit seinem Leben gespielt. Das war jetzt auch super knapp. Hat er selber nicht mehr damit gerechnet, dass dann auch der Chase hinterherkommt. Ja. Joko ist natürlich blind hinterhergesprungen. Kann man ihm nicht vorwerfen, dass er da nicht getroffen hat. Aber man hat nicht nur einen Kill bekommen, sondern auch den zweiten Bergdrachen im Nachhinein. Also das ist auf jeden Fall eine Ausbeute, die sich für Giants lohnt. Oh. Hier sehen wir nochmal den Teamfight. Joko versucht reinzugehen, wird aber selber sofort halt aufgehalten, während er den Sprung halt versucht. Dann ein sehr, sehr schöner Taunt von Jisuke selber. Dann kommt aber der Einebner. Und dann stoppt das Replay. Das ist interessant. Das ist auf jeden Fall mal ein interessanter Stopp, Freunde. Das liegt auch nicht daran, dass wir den Kniefeed gestoppt haben, sondern nee. Der Ton läuft ja auch weiter, man hört's ja. Ja, ja. Ah, ja, da geht's weiter. Da kommt dann nochmal die Ulti, die Jisuke halt drinne hält. Der wird dann auch abgeholt und dann reicht halt auch der Einebner, um das restliche Team von Vitality zu zonen. Kikis kommt dann nochmal ganz knapp raus. Der Schaden von Steelback reicht dann nicht mit dem Poke und ja, Rune kommt auch nicht mehr ran, trotz Flash-Apu, ne? Da hat er wirklich die Glücksfee geküsst, dass er das Ganze dann überleben darf. Grundlegend muss man sagen, was bei dem Teamfight jetzt wichtig war, ist quasi das, was ich anfangs erwähnt habe. Es war so ein schöner Auftakt von Jisuke, der viele Leute trifft, aber im Endeffekt fehlt jetzt einfach der Schaden. Vitality hat so wenig Damage momentan bloß im Team mit dabei und Kick ist, sollte zwar Schaden mitbringen, ist bisher aber nicht wirklich ein relevanter Faktor. Und Jisuke kriegt ja auch niemals Follow-up, war zwar gut tanky, hat lange überlebt, aber es reicht nicht. Jetzt Mundo im Visier. Jungs, holt doch einmal den Turm den Buy ab, da braucht er nicht auf die Angst haben. Man hat da doch noch ein bisschen mehr Respekt, als er vielleicht haben müsste. Jetzt den Turm mit eingerissen. Das ist bisher eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Giants dominiert diese Teamfights wirklich brutal hart. Ja. Sie bekommen vielleicht nicht viele Kills, aber sie können halt Vitality extrem gefährlich werden. Und die müssen sich halt dann selber jedes Mal zurückziehen. Jetzt bewegt sich Giants hier auch zum Baron. Den haben sie auch fast. Also der ist schon sehr, sehr low. Der Jungler ist nicht da. Und somit der Free Baron. Hallo, zwei Bergdrachen. Das ist kein Problem für sie, den da einfach so mitzunehmen. Gerade wenn Kikis sich zurückziehen muss. Der hatte auch keine Möglichkeit mehr, nachdem er halt so low gepokt wurde von Steelback. Hat man die Chance einfach sehr gut genutzt. Auch in der Situation, da muss man überlegen, ne? Ich gehe nochmal drauf ein, wie Steelback da gerade spielen kann. Das ist so dieser fehlende Engage. Und Jisuke wird jetzt hier einfach in der Flanke hochgenommen. Du hast niemanden da, der was ändern kann. Da kommt zwar ein komplettes Niedermähen, aber es wird halt von Zenuxen Leuten einfach komplett runtergetankt. Ist ihm egal. Und Attila hat viel zu wenig Reichweite, um da am Backline ranzukommen. Das ist einfach diese fehlende Reichweite, dieser mangelnde Engage, den man dort hat, der ihn jetzt zum Verhängnis wird, in Kombination mit dem zu geringen Schaden. Ja, und Steelback pokt ja auch insgesamt sehr, sehr gut in den Teamfights. Kann selber nicht wirklich angegriffen werden.
dann ist der Unterschied ist nicht groß. Also es sind ja legit gerade 200 Gold Vorsprung für Giants und trotzdem sind die Teamfights halt Vitality gerade schwer zu spielen. Ihre beste Option wäre, wenn sie halt direkt Steelback und Betsy in eine Combo reinbekommen, der halt direkt eliminieren können, aber da muss man halt auch mal wieder dran denken, das ist Alistar, der halt deinen Engage einfach dort vermasseln kann. Dann hast du noch einen Einebner, der halt deine Carries ausbremst. Und dann zu allem Überfluss ist der SW selber auch noch sehr safe. Also er kann sich ja mit McCain Shift zu schnell zurückgeben. Wenn er einen Flash hat, ist es auch da schon eigentlich unmöglich, an ihn ranzukommen. Betsy vielleicht auch so ein bisschen ein einfaches Ziel. Aber Engage ist auch die eine Sache und den Schaden aufzubringen, sie auch wirklich zu töten, ist ja auch die zweite Sache. Die Farmdifferenz, also Vitality farmt da halt auch einfach ein bisschen besser noch aktuell auf der Top-Lane und im Jungle. Dadurch ist dieser Gold-Lead hier noch nicht so eindeutig. Gerade im Jungle ist man da 60 CS vorne. Also sie werden jetzt einfach weiter nach oben rotieren, sich da den Top-Turm nehmen. Damit der erste Turm für sie auf der Top-Lane und sie pingen auch schon den zweiten. Wird man wahrscheinlich auch noch abholen können. Man hat hier noch den Baron-Buff zur Verfügung. Teamfight-technisch haben wir es schon gesehen. Hat Vitality aktuell nicht viele Möglichkeiten, Giants da gefährlich zu werden. Ah, der Graf sieht jetzt schon krass aus mit der Golddifferenz. Man muss sich jetzt aber auch vor Augen halten, die Skalierung ist hier relevant. Und die geht halt bis so knapp 3000 Gold hoch, 3000 Gold Vorsprung. Ist jetzt nicht unbedingt sehr, sehr viel. Auch wenn der Ausschlag natürlich groß aussieht. Ja, damit jetzt die zwei Top-Lane-Turm. Wollen sie noch weiter belagern? Ja, was wollen sie tun? Sehen gerade ein bisschen hilflos aus. Den Nash-Buff haben sie jetzt zumindest erstmal überstanden. Und sie haben noch keinen Inhibitor verloren, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Aber guck dir an, wo Steelback einfach steht. Ach, der Nash-Buff ist doch gar nicht abgelaufen, ich habe gar nichts gesagt. Der hält sogar noch ein bisschen die Wall hier sogar noch mal genutzt. Mir ging jetzt so, okay, was Jack Troll? What the fuck? Jack Troll, alles gut bei dir? Alles in Ordnung, mein Junge? Hat er erstmal schön in der Ecke rumgebackt. Das sah gerade so aus, als ob er einfach über diese Wand rüber marschiert. Der ist auch einmal rübergelaufen und wurde dann wieder zurückgesetzt und ist dann nochmal rübergelaufen. Da wollte er mal seine Spaghetti richtig schön al dente haben. Auf der Bot denn hier auch eine riesige Wave, die nimmt Kabutschatze jetzt an sich. Kann dadurch noch sein Farmlied ein bisschen ausbauen, aber bringt ihm hier aktuell nicht so viel. Das ist halt schon sehr, sehr tanky, kann einiges aushalten, aber wenn halt Giants, der jedes Mal wieder an den Catch landen kann, hat man hier auf Seiten von Vitality echt ein großes Problem. Zumal Giants es auch einfach insgesamt sehr, sehr kontrolliert spielt. Genau, und da ist halt wieder dieser Engage-Vergleich so wichtig. Warum ist Engage in League of Legends so wichtig? Ganz einfach, ab einem bestimmten Punkt so willst du halt einfach die Entscheidung haben. Willst du jetzt kämpfen oder willst du nicht kämpfen? Das Problem ist halt einfach, willst du nicht kämpfen, ist natürlich Disengage auch immer noch eine sehr solide Option für dich. Davon ist ja eigentlich genug in Form von Slows vorhanden. Aber hast du halt nicht die Option zu engagen, hast du halt auch niemals die Option, den Gegner zu bestrafen. Denn während Giants, die können halt immer abwarten. Sehen die halt, die Situation ist gar nicht so geil, sie wurden vielleicht ein bisschen gepokt oder haben hier und da ein paar Leben verloren, ziehen sich zurück. Aber sehen sie, die Situation ist gut, engagen sie und gewinnen. Und die Option halt Vitality eben nicht, weil für sie gibt es bloß, okay, die Situation sieht gut für sie aus, aber wir können nicht engagen. Da kommt jetzt quasi ihr bestes Tool, Time Cage, die Backline, Galio ult oben rauf, das ist die stärkste Kombo, die sie haben. Ein Ebner ist da mit dem Stundenglas zusammen, Jack Troll muss nach oben rausgehen, Betsy ist low, Betsy ist down. Das war schon mal wichtig, aber jeder ist angeschlagen. Kabutscha hat tankt nochmal gut, Kindred Ultimate jetzt hier ausgelöst, sie müssen sich halt im 5 gegen 4 schon zurückziehen. Kabutscha wird noch verfolgt, Jack Troll rettet ihn nochmal, opfert dafür aber sein eigenes Leben. Was ein Teammate. Und damit wird es insgesamt jetzt ein 1-1-Trade. Ja, den Top-Turm wird man sich ja auch noch sichern können. Und ja, man hat zwar Betsy schnell rausbekommen, aber im Endeffekt hat halt Giants noch genug Schaden zur Verfügung. Und auch genug CC. Das war der sauberste, stärkste Engage, den dort Vitality hätte spielen können. Der Teleport ist jetzt hier vielleicht... Oh mein Gott, das ist nicht nur ein Teleport, es sind drei Teleports. Zwei nach hinten, einer vorne, aber es ist trotzdem eine Unterzahlsituation. Ziemlich, ziemlich riskant. Kabutscha hat noch kein Ultimate. Man scheint so ein bisschen verzweifelt zu sein, aber Attila kann den ersten Kill holen. Steelback ist down mit dem Carry, der aus der Midlane noch immer fehlt. Betsy, der ist in 3 Sekunden respawn, wird es halt trotzdem nochmal zu einem Turn. Teleport sei Dank. Ja, da haben sie das TP nochmal sehr, sehr gut eingesetzt. Können sich jetzt hier dadurch auch den Dragon nochmal sichern. Und insgesamt macht Lucian hier schon richtig viel Schaden, haben wir gerade gesehen. Da wenn er nicht so früh rausgenommen wird. Das war jetzt ein Szenario, wo er halt einfach Freiraum hatte, weil alle Gegner halt angeschlagen waren. Sie wurden halt auch umringt. Also das heißt, er konnte von hinten flankieren, während sein Team von vorne gedrückt hat. Das hat ihm viele Punkte gegeben. Also das ist eben ein sehr, sehr schöner Move von Vitality. Und auch hier, ich habe vorhin drüber gesprochen. Du kannst einfach Teleport, ist halt für dich einfach... Ich will jetzt nicht sagen, es ist quasi ein Noob Runo oder ein Noob Summoner Spell. Aber es ist halt so, Teleport erlaubt dir in vielen Situationen, wo du Fehler gemacht hast, diesen Fehler eben wieder auszugleichen. Und das hat man hier sehr schön gesehen. Ein Teamfight war wirklich gut,
sehr, sehr gut von Vitality gespielt. Bestmöglich, möchte ich sogar an der Stelle sagen. Aber es war halt trotzdem kein klares Ergebnis. Mit den Teleports können sie aber im Nachhinein das Ganze nochmal ausgleichen. Das haben sie halt sehr, sehr schnell erkannt und auch gut umgesetzt. Du sagst also, Top-Lane ist eine Noob-Lane. Ah, hier sehen wir nochmal den Flank mit der Ulti. Ja, das ist halt der stärkste Engage, den sie haben. Dann werden sie aber so ein kleines bisschen gesplittet. Man schafft es dann noch, Betsy rauszunehmen. Das ist auch sehr, sehr gut für sie. Aber dann insgesamt, Steelback hat in einer super sicheren Position. Attila selber bekommt hier nicht wirklich Schaden an den Mann, weil er nicht so viel Range zur Verfügung hat. Wir sehen es ja auch, er ist sehr weit hinten. Und dann wird Jacktroll nochmal abgeholt. Das war so wichtig, ne? Wenn Jacktroll hier quasi das nicht geschafft hätte, dort Mundo rauszubekommen, wäre dieser Teleport-Play überhaupt nicht möglich gewesen. Ja. Also dass Jacktroll sich da geopfert hat, war essentiell wichtig dafür, dass man im Nachhinein die Kills und auch den Drachen bekommen kann. Ja, und jetzt sehen wir hier nochmal den Goldgrafen. Jetzt geht er natürlich wieder leicht nach oben, also wieder in Richtung Vitality. Aber noch ist Giants dort vorne. Mit 3k immerhin. Ja, 2. Frage für sie halt, jetzt ist das Reinpushen halt ein Stück weit schwieriger, auch ohne den Baron-Buff. Weil die meisten Türme halt schon gefallen sind. Das heißt, man muss sehr, sehr tief in das gegnerische Gebiet. Und dann ist natürlich der Flank für Vitality auch deutlich leichter. Oh, ein Ebner sitzt hier aber nicht perfekt. Dafür aber die Wand und die schubst sie wieder zurück. Das ist eine richtig schöne Combo. In die Ecke mit Kabushard und Jisuke. Die können nicht so viel machen. Und da kommt Jisuke auch nicht mehr ganz ins Kindred Ultimate ran. Eine kleine Ecke war da, das hat er zu spät realisiert. Und schafft es dann nicht mehr, Anschluss zu finden. Und das sollte wahrscheinlich der Nashor sein für Giants. Gekas hat jetzt auch keine Ultimate mehr, das heißt, er kann sich dann nicht wirklich retten. Ah, man will sie trappen, das ist eine Möglichkeit. Ja, ich glaube, Vitality spielt jetzt eher auf den Midlane-Push an, aber man hat mit dem Nashor halt doch gar nicht gestartet. Kabuchat im Bedrängnis wird von Jacktroll abermals gerettet. Giants verlieren dafür viel Zeit. Also, dafür, dass sie hier nochmal die Catches kriegen wollten, können sie Nashor jetzt wahrscheinlich nicht mitnehmen. Jisuke braucht nicht mehr so lange, bis er da ist. Und wenn er da ist, hat er sein Ultimate zur Verfügung. Kann also jederzeit dazukommen. Vitality hat jetzt die Möglichkeit, Mitte durchzugehen. Kick ist so und dann nochmal Ruin raus. Das könnte ein schwerer Patzer werden. Ruin ist down und jetzt kann man in der Mitte durchgehen. Lucian kann einfach bloß durchpushen. Die müssen bloß die Backpots jetzt canceln vom Gegner und sollen Lucian pushen lassen. Ja. Aber er bewegt sich dann nicht so wirklich in die Richtung. Jetzt aber. Oh, schade, er hat keine Minion Wave da gehabt. Ich dachte erst noch, dass da irgendwie 2-3 Minions übrig geblieben waren, aber waren anscheinend gar nicht mehr. Natürlich bitter. Aber sie können halt selber dadurch jetzt eventuell den Baron anfangen, weil man muss sich auf Seiten von Giants zurückziehen. Und sie haben schon sehr, sehr viel Schaden zur Verfügung. Ein Bergdrache ist immer noch nicht schlecht. Zur Absicherung hätte man auch noch die Ulti von Jisuke, aber Giants bemerkt sie nicht mal. Beziehungsweise ist einfach auch noch zu weit entfernt. Und das ist nochmal ein Comeback. Eventuell für Vitality. Sehen wir das Ganze mal. Die Combo war halt hier echt cool an der Stelle. Mit dem einen Ebner der Wall. Das hat ja auch zum Anfang so ein bisschen angerissen, dass es halt quasi möglich ist, so eine Combo halt zu spielen. Ist übel schwer. Das Timing dafür braucht halt sau viel Perfektionismus, aber das haben sie hier wirklich gut geschafft. Dadurch hat man Jisuke erstmal bekommen können. Allerdings ist halt auch Joko und Zenyxelot hat ziemlich low gedroppt. Und der Fehler von Ruin, der ruiniert das Ganze im Nachhinein. Und dadurch kann man auch die Nashor nicht halten. Ja, das flippt halt wirklich hin und her, das Game. Es ist ein Auf und ein Ab. Giants hätte sich dort den Vorsprung wirklich halten können. Aber durch mehrere Fehler ist es halt bei Talent möglich, dass sie diese ausnutzen und sich zurückspielen. Das machen sie wirklich sehr, sehr gut hier. Also wir sehen es halt, schadenstechnisch hat man da eigentlich auf fast jeder Lane den doppelten Schaden. Auf der Botlane sogar das Dreifache. Natürlich kommt das auch dadurch, dass halt Ezreal einfach sehr, sehr stark poken kann. Aber sie bisher halt auch die Teamfights immer dominieren konnten. Aber dadurch, dass sie jetzt halt diesen Teamfight eben verloren haben und dann auch noch so viel Zeit verloren haben, weil sie halt in der Mitte den Catch landen wollten. Also im Endeffekt muss ich wirklich sagen, der Triple TP hat halt alles umgedreht. Ja. Der Triple TP wäre der nicht gewesen, dann hätte man den dritten Bergdrachen bekommen und hätte nach dem Teamfight wahrscheinlich auch gleich einfach den Nashor durchgeballert. Und auf einmal haben Vitality die Nashor bekommen und können sich damit erstmal wieder zurückspielen. Kommen hier sogar an den Turm ran für ein paar Auto-Tags. Hälfte Turm hat man schon nehmen können. Und in der Mitte pusht die Suche. Also da muss man sich dann eventuell auch gleich aufteilen. Den Turm. Den wird man hier wahrscheinlich mit der, mal mit der nächsten Wave bekommen können. Hier ist man noch ein bisschen vorsichtig. Giants, die Zone so ein bisschen, aber Rumble hat natürlich seine Probleme in der Midlane. Rumble mit halt nur magischem Schaden gegen eine Nashor Wave aufzustellen, das hat keine Option. Wann gegen den Galio? Wo ist denn der Main? Zenyxelot musste seine eigene Ultimate nutzen. Die Wall sitzt schon mal gut, aber man hat nur Mundo vorne. Und Mundo ist vielleicht nicht unbedingt das beste Ziel, das man engagen möchte. Ja, man hat in der Mitte dafür halt kurz versucht, dieses Zeitfenster, was man dort durch die Wall bekommen hat, Jisuke zu catchen, hat man aber nicht geschafft. Ist da nicht mal rangekommen.
man damit vielleicht noch den Inde. Oh, der Engage, der kommt auf Tam Kench. Ein Inde liegt, trifft aber nicht die wichtigen Ziele. Geile Ultimate auf Kikis, der kann sich da hinten zurückziehen, hat auch sein Ultimate vorher noch gezündet. Dadurch kann man sich jetzt mal hochheilen. Kabuchard hat immer noch genug Leben und er fängt hier einfach alles ab. Er ist halt ein richtig guter Damage-Soaker. Mundo ist halt einfach OP. Ja, das ist der Inhib auf der Top-Lane. Vielleicht sogar noch der Inhib in der Mitte. Ich denke, sie wollen sich jetzt lieber zurückziehen, die Chance da engaged zu werden. Oh, aber in dem Moment kommt direkt der Engage. Da sind sie noch ein bisschen angegriffen, aber es war nur ein Bait. Der Nuxelord hatte keine Ultimate mehr zur Verfügung. Dadurch sehr angreifbar. Man geht hinterher. Betsy ist ziemlich low, aber Kabuchard kommt nicht ganz ran. Dafür aber Lucian. Der kann hier das Ende besiegeln. Triple Kill für Lucian. Und das sollte auch das Game gewesen sein. Währenddessen ist Shizuke in die Base gegangen, portet einfach zurück. Die anderen gehen auch in die Base, porten danach auch wieder zurück. Dann wird man dieses Spiel beenden. Vitality hatten lange Zeit keine guten Aussichten. Dann kommt dieser eine richtig gut gespielte T-Fight auf der Botlane. Dann kommt ein Triple TP hinterher. Dann kommen jetzt nochmal drei TPs hinterher. Und dann haben sie dieses Game im Endeffekt trotzdem noch gewonnen. Das haben sie einfach richtig gut gemacht. Also gerade dieser TP-Play, der hat wirklich alles geändert, wie du schon gesagt hast. Also TP immer noch ein richtig guter Summoner. Ja, und Shizuke muss erst mal aufatmen. Schwieriges Game, auch für ihn, ohne Frage. Sie mussten sich da wirklich sehr, sehr stark durchbeißen. Aber es gehört dazu. Games einfach nicht aufgeben, bis zum Ende kämpfen. Das war hier das Motto. Und es hat sich ja auch sehr, sehr gut ausgezahlt. Sie haben halt Fehler erkannt, haben die auch ausgenutzt. Sicherlich halt nicht nur der eine Teamwirt dafür verantwortlich. Es war jetzt so eine Verkettung von vielen Ereignissen. Es war halt der wunderbare Teamfight auf der Botlane, der Triple TP, der im Anschluss kam, Tam Kench, der halt um Haaresbreite dort noch den Mundo retten konnte. So, und im Endeffekt auch quasi danach nochmal der Fehler von Ruin, der dazu geführt hat, dass man den Nasher kriegen konnte. So, auch danach sah es halt auch noch nicht eindeutig aus. Es waren halt viele, viele kleine Dinge, die sich da durchgezogen haben. Aber im Endeffekt, Vitality mit dem sicheren Sieg. So, warum, wieso, weshalb? Und warum das so ein interessantes Game war, als werde ich jetzt nochmal der gute Werner und der gute Bart auseinanderschüsseln. Bis gleich. Interessant war es auf jeden Fall, na, weil wir hatten hier mal keine eindeutige Begegnung, sondern es war ein ziemliches Hin und Her, wie er so gut betitelt hat. Beide Teams lagen mal vorne. Am Anfang hat Vitality da gut vorgelegt, sagen wir mal, mit 3000 Gold Vorsprung. Aber dann gab es so einige Fights, in denen sie immer wieder was abgegeben haben. Kikis, ja, hat sich ganz überragend performt, war aber, glaube ich, eine solide Leistung. Auf der anderen Seite hat Joko am Anfang mit Kimmel einige Fehler gemacht. Aufregung, was war das? Warum hat er so oft da Sachen gefailt, wodurch man noch deutlicher hätte nach vorne kommen können? Hätte halt so viel gebracht auf der Top-Lane. Man hätte halt Rumble nach vorne gebracht, man hätte vor allem den Mundo geschwächt, der halt auch später dann halt eben wieder stark wurde. Und ich weiß es nicht, also ich... Es ist ja nicht nur einmal passiert. Also klar, einmal kann es passieren, dann kann man das vielleicht noch irgendwie mit, ja, es ist das erste Spiel und so weiter und so fort. Aber das ist ihm ja drei- oder viermal ja schon passiert. Und das ist dann halt wirklich so ein Fehler, den du dir im Early, gerade mit Camille, eigentlich nicht erlauben darfst, weil Camille ist jemand, der möchte Early nach vorne kommen. Ja. Der kommt über diese Fähigkeit, der kommt über diesen Stun, der möchte die Kills im Early bekommen. Und wenn du sie dann einfach wegen sowas abgibst, ist es katastrophal teilweise. Haben wir auch da gerade nochmal ein kleines Replay gesehen. Das war der letzte Fight, bei dem das Ganze nochmal umgedreht werden konnte. Und hier sehen wir auch nochmal den Goldunterschied. Ne? 30. Minute, da hat man nochmal einen guten Vorsprung auf Seiten von Giants bekommen können. Waren jetzt nie über 5000 Gold bei ihnen. Aber ja, es sah solide aus. Bloß dann ein Teamfight. Ich glaube, den haben wir nachher nochmal im Replay. Leider nicht komplett. Denn nach dem Fight, den eigentlich Giants gut gestartet hat, kam nochmal ein Triple TP. Da haben wir gesehen, die Rune ist immer noch... Der Summoner Spell ist immer noch super gut. Na, es gibt demnächst auch Teleport als Rune. Jedenfalls, da hat man sich nochmal zurückarbeiten können. Ja. Hat auch ein Baron vor allen Dingen super sneaky bekommen. Und das war so mit, unter das, was das Ganze entschieden hat. Hätte man, wenn man auf der Top-Lane vielleicht besser nach vorne gekommen wäre, wenn man am Anfang nicht so viel abgegeben hätte, hätte Giants das dann gewinnen können? Ja, ich denke schon, wenn sie es early halt noch aggressiver gespielt hätten, einfach dadurch, dass sie nach vorne kommen. Ich meine, Kikis hat ja auch das ein oder andere Aktion gebracht, wo er in den Jungle reingegangen ist. Man hatte eine gefeedete Talia, also gefeedet, im Sinne von, sie hatte zwei Kills, das bringt sie schon eigentlich ziemlich weit nach vorne, auch weil Shizuke dadurch im Item-Bit halt delayed wurde. Er will ja möglichst schnell an den Stab des Zeitalters rankommen. Das ist ja eigentlich nicht passiert, aber man hat halt nicht viel aus diesem Early-Lead so richtig ausnutzen können. Also man ist halt nicht wirklich nach vorne gekommen, obwohl man ja drei Dragons bekommen hat. Also man hat ja im Endeffekt nur den vierten abgegeben, hatte das Spiel unter Kontrolle, aber da hat es dann einfach so ein bisschen gefehlt an der Rotation.
Na, die Drachen hätten auch helfen können beim Baron. Na, den hätte man selber durchaus bekommen können. War sich dann nur nicht sicher genug. Wollte das Ganze nicht durchziehen. Bitter, das Ganze. Wie man nochmal positiv hervorheben kann, ist Jack Troll. Der hat sich sehr oft fürs eigene Team geopfert. Hat da wirklich einen guten Job als Tam Kench gemacht. Haben wir nochmal gesehen, warum der Charakter so gut ist aktuell. Warum zum Beispiel auch ein Grabs, na, den Vels sehr lieben gelernt hat. Tam Kench ist einer seiner Picks eigentlich. Oder zumindest ein Pick, der sehr häufig in seinen Teamcoms vorkommt, kann man sagen. Und Grabs werden wir gleich auch wieder sehen. Denn das nächste Spiel wird Giants gegen wen haben wir heute noch übrig? Splice sein. Ja. Nicht Giants, G2 gegen Splice, sorry. Zwei Namen mit G, schon wieder zu viel für mich. Namen sind echt meine Schwäche. Jedenfalls wird eigentlich Fnatic gegen Schalke heute als das Spiel betitelt, das man sich auf jeden Fall geben sollte. Ich glaube auch Splice gegen G2 könnte sehr interessant werden. Weil ja, G2, ich denke dann auch. In den letzten Wochen war G2 nicht ganz so konstant von der Leistung und Splice hat auf den Rift Rivals sehr gut performt. Das war die Geheimwaffe von EU. Insofern, mal sehen, was daraus werden wird. Was denkst du? Schon mal vorab, bevor wir gleich in die Pause gehen. Ich hoffe, dass G2 sich so ein bisschen wieder fängt, weil sie ja eigentlich extrem gut in den Split gestartet sind. Sie standen ja auch 6-0 und haben dann halt ein Spiel nach dem anderen irgendwie nach den Rift Rivals abgegeben. Haben dann auch ein Spiel verloren, was sie eigentlich hätten gewinnen müssen. Gerade mit einem Aatrox, wo er halt noch deutlich stärker war als auf diesem Patch. Und auch gegen eine Mannschaft, also nicht gegen eine Mannschaft, das ist immer so komisch, sondern gegen ein Team, wo man eigentlich gedacht hätte, da sind sie meilenweit voraus, also das heißt meilenweit, aber sie hatten halt eben ein deutliches Ergebnis in der Tabelle. Und ja, in den letzten Wochen hattest du schon gesagt, das nicht so gut für sie aus, also hier jetzt nochmal konzentrieren. Es hat ihnen natürlich auch ein bisschen geschadet, dass jetzt Funnel rausfällt. Das stimmt. Also sie wollten ja sehr, sehr gerne funneln. Hatte Grabs ja auch angekündigt, dass er das auf dem 14er-Patch noch weitermachen möchte. Also da bin ich gespannt, ob wir vielleicht sogar heute einen Funnel sehen von ihnen. Irgendeine neue Idee. Man muss natürlich sagen, es wurde echt krass eingeschränkt, was das angeht. Ja. Hier haben wir auch nochmal den letzten Teamfight vom letzten Spiel. Du schon ein bisschen aggressiv am Ende, aber dadurch, dass man hier nochmal den Kill bekommen hat, selbst zu viert, weil auch gleich den Teleport nochmal nutzen konnte, hat man hier halt wirklich gute Vorteile gehabt, hat halt gut durchpushen können. Die Voraussetzungen waren geschaffen. Also im Endeffekt, letztes Spiel abschließend, na, Vitality mit einem verdienten Sieg auf jeden Fall. Sah aber bei weitem nicht so eindeutig aus, wie man es vielleicht erwartet hätte oder wie man es gerne gegen einen Giants gehabt hätte. Nächstes Spiel wird dann sehr, sehr spannend. Bekommt man wirklich den Tam Kench, bevor er nochmal genervt wird? Weil das wird in Zukunft passieren. Oder kann sich im nächsten Spiel Splice durchsetzen? Wir werden es sehen. Bleibt dran. Bis gleich. Bis gleich.